Hallo Leute, willkommen beim LS22 auf der Karte Silverrun Forest von der Platinum Expansion. Wir spielen die Karte im Livestream an, um sie besser kennenzulernen. Hier für YouTube schneide ich euch diesen Livestream in handliche Videos. Wenn ich auf unsichtbare Chatbesuche eingehe, liegt das daran, dass ich beim Spielen mit einem Chat plaudere. Und jetzt fahren wir zur Werft und dann schauen wir auch mal bei der Achterbahn vorbei. So. Ah, Mario, ein Mod hat den Fehler gemacht. Na, dann lässt sich das ja beheben. Das wäre doch toll. Denn ich finde, mit den Seilwinden, das macht richtig Spaß. Und das erleichtert auch die Arbeit. So. Ah, man sieht hier übrigens die Achterbahn schon. So, eine der Stellen, wo sie schon gebaut ist. Wir haben die sozusagen schon im Bau kennengelernt, sozusagen. So, wie das so wegploppt, so. Tratatatatat. So, und jetzt gucken wir mal. Was jetzt noch fehlt? Ah, das wird jetzt erst so allmählich aufgenommen. Ja, ich denke mal. Jetzt brauchen wir noch Holzbalken und 1800 Liter Metall und Holzfliesen. Okay, dann müssen wir uns die Fliesenfabrik kaufen. Vielleicht bringen wir erst noch mal ein paar Balken hin. Die kann man, glaube ich, noch kaufen. Und dann kaufen wir uns die Fliesenfabrik und gucken mal, wie wir die füttern können. Ob mit Holz oder Brettern und so. So. Björn, also man kann viele Boote bauen und ich glaube, man verdient auch Geld, wenn so ein Boot fertig ist. Und es gibt, wie die Birgit schon geschrieben hat, viele Holzarbeiten. Es gibt ganz viele Produktionen. Und man kann natürlich auch einfach so Forstarbeit machen. Also der Aufenthalt hier auf dieser Karte ist ja nicht fester dran gebunden, dass man ja die Achterbahn macht und dann ist fertig, sondern ja, so wie man auf anderen Forstkarten arbeitet. Bäume fällen, Bäume neu anpflanzen, neue Geräte kaufen, neue Grundstücke dazu kaufen, Bäume fällen, wieder neu anpflanzen und so weiter. Und jetzt gebe ich mal hier den Baumwollernter zurück. So. Jawohl, der hat uns ja gute Dienste geleistet. Taxis, mach's gut! Schlaf gut. Ja, Steine klopfen ist auch ganz wichtig. Macht auch viel Spaß. Oh ja. Schick mal ein Bild von der Axt in meinen Bilder-Channel. Hast du meinen Discord? Ach, ich kann auch einfach mal hier meinen Discord-Link reinposten. So. Ah, du bist drauf. Na super, prima. Da freue ich mich. So, jetzt kaufen wir Pfosten, waren das, glaube ich. Und jetzt werfe ich doch gerade mal einen Blick. So. Ah, das war was anderes. Sehr gut. Holzbalken. Na, da brauchen wir, glaube ich, 4 müsste reichen. Ich nehme mal 5. Sicher ist sicher. So.
Gut. Na, hier werden einige Modder recht viel Arbeit haben, das alles für die neuen Fülltypen anzupassen. Also sowohl hier die Tragfähigkeit, dieses anhebbare Paletten. Da muss er vielleicht noch eine extra Platinum-Edition für machen. Und ja, für die Autoloader ja auch. Das hattet ihr ja schon erwähnt. So. Oh, na, die sieht ja richtig cool aus. Super, sehr schöne Axt. Wunderbar. Ein prachtvolles Gerät. Da möchte man sich dann gleich ein paar Holzstämme kaufen, um sie auszuprobieren. Was für eine lustige Idee von Pfanzelt mit der Axt. Das ist mal was anderes als so ein Käppi. Gute Nacht, Luis Otto. So. Ist der letzte runtergefallen? Mal gucken. Nö. Nö, ist gut so. So. Jawohl. Oh, und ein Produktkatalog. Und die Mütze auch. Na, das ist cool. Ja, ich finde die Mützen auch cool. Aber eine Axt ist natürlich noch mal eine ganz andere Liga. Da hattet ihr was zu lachen. Das glaube ich. Da guckt man dann erstmal rein in die Goodiebag und dann, was? Was? Eine Axt? Nicht zu fassen. Aber die Idee ist echt gut. So. Jetzt lasse ich den einfach mal hier stehen. Dann gucken wir erst nochmal, was hier noch rein muss. Ja, Metall müssen wir von da oben holen, wenn es fertig ist. Und eben Holz fließen. Und da gehen wir mal in den Ort. Und ich glaube, die Bodenbelagsfabrik ist im Ort. Dann kommen wir auch hier an der Achterbahn vorbei. Ja, das glaube ich, Ela, dass das eine mega Ehre war. Echt cool. Und es waren gar nicht so viele da, so wie ich das mitgekriegt habe, oder? Ich habe das Grüß dir von Randy und Ansgar gehört. Und da haben sie davon erzählt, dass sie da hingehen. Dachte ich auch, coole Sache. So. Also da fängt die Achterbahn an und dann geht die bis ganz da hinten, wo man diese Holzgerippe sieht. Mario, ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß und dass alles schön klappt. Ah ja, Ansgar, Randy, Werner, Agrarplay, Twitch, Farming und du. Ja, eine erlesene Truppe. So, hier müssen wir für den nächsten Schritt noch 5000 Liter Holzbalken, dann Bretter, lange Bretter, Metall, auch Holzfliesen und Treppengeländer liefern. Da sollten wir dann auch die Drechselfabrik kaufen.
Oder den Drechselbetrieb. Den haben sie, glaube ich, nicht Fabrik genannt. Ja, aber ich werde mich erstmal auf den Bootsbau konzentrieren. Da sind wir schneller fertig. Ich schätze mal, an der Achterbahn baue ich noch das ganze kommende Jahr oder so. Du warst das Anhängsel? Nein, du warst die wichtige Vertreterin der Frauen. Ganz, ganz wichtig. Ich finde das auch gut, dass jetzt ja, sich immer mehr Frauen im LS rumtummeln. Dann wird es irgendwie bunter dadurch. So, das hier ist. Oh. Der Tierbedarfsladen. Ich glaube, ich gucke mal auf der Karte. Da ist schon die Bodenbelagsfabrik. Hallo Snay, sei gegrüßt. Ela, ja, das glaube ich, dass das eine ganz neue Erfahrung war. Das kann ich mir gut vorstellen. Das hier dürfte sein. Flooring Fantasies. Ach, wir wollen eigentlich ganz einfache Bodenfliesen, gar keine Fantasieformen. Aber nun gut. So. Und ich gehe mal ein bisschen weiter weg, weil das so laut ist. Obwohl. Ah, jetzt ist leiser. Sehr gut. Also hier. Wir brauchen. Be Entweder lange Bretter oder Bretter. Da können wir ja auch wieder Hüstel, Hüstel einfach Bretter kaufen. Dann bringen wir da mal eine Fuhre Bretter hin. Und es ist, glaube ich, relativ egal, ob man lange oder kurze nimmt. Und dann lassen wir hier mal arbeiten. So. Snay, du willst wissen, wo man beim Sägewerk das Totholz verkaufen kann? Beim Sägewerk bin ich gleich wieder, beim neuen Sägewerk. Dann kann ich dir das zeigen, wo man da Holz verkauft. Und beim alten Sägewerk könnten wir mal hinspringen, da muss man das Holz ins Wasser werfen. So, aber erstmal steige ich mal hier ein. Und dann fahren wir mal zum neuen Sägewerk. Das ist auch wichtig zu wissen, ob man zum neuen oder zum alten Sägewerk muss. Denn es gibt zwei. Hier im Tal ist das neue. So, und wir fahren jetzt mal da hinten hin. Und dann gehe ich zu der Stelle, wo man das Holz verkaufen kann. So. Flitz, flitz, flitz. Hier, da legt man das in diesen umrahmten Bereich und dann geht man hier hin und auf dem PC tippt man dann auf R und man kann auch das Hilfefenster aufmachen, wenn man ein anderes Spielgerät hat. Da steht dann, was man drücken muss, um es zu verkaufen. Ja, Hilda, ich denke. Im LS spielen immer mehr Frauen. Es gibt auch immer mehr Streamerinnen und ja, YouTuberinnen irgendwie nicht, aber viele Streamerinnen streamen den LS. Und ich krieg auch mit, dass eine ganze Menge Frauen so unter der Hand modden. Also es gibt wohl ziemlich wenig Frauen, die so richtig im Modhub modden und ihre Mods veröffentlichen, wird aber bestimmt auch bald mehr. Und aber so für den Eigenbedarf gibt es eine erstaunliche Menge. So. Nehmen wir 5 vom Brett. Ach, nehmen wir 10, dann reicht es auch für ein bisschen für die Achterbahn mit.
Dann lohnt sich das wenigstens. So. Okay, jetzt muss ich hier nochmal schauen. Und bei der alten stehst du gerade an dem Zugabladeteil. Okay, und Ela, du arbeitest an YouTube noch. Oh, ich finde YouTube sehr angenehm. Da kann man gemütlich für sich selber die Videos aufnehmen. Und dann, wir hüpfen hier mal zum alten Sägewerk. Ja, und dann veröffentlichen zu einem Zeitpunkt, wo man es gut findet. Hier, da schmeißt man die rein oder fährt rückwärts mit dem Anhänger da rein. Und wenn einem das alte Sägewerk nicht gehört, gibt es da vorne so ein Ausrufezeichen bei diesem kleinen Mini-Häuschen. Da muss man dann auch hin und R oder was anderes tipseln. So, und hier wieder zurück. Jawohl. Und Birgit, du weißt nicht, ob dort Totholz genommen wird. Ich denke mal, das hängt vom Auftrag ab. Wenn, oder ist es unabhängig von dem Auftrag mit dem Totholz? Ich glaube eigentlich, dass Holz Holz ist, außer bei den Mammutbäumen. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Ich glaube, mit dem Totholz habe ich noch gar nichts gemacht. Da sieht man mal, wie viel es hier noch zu tun gibt. Da sind wir lässig bis zum nächsten. Ja, Platinum heißt es dann ja nicht mehr. Ist es dann... wie könnte es genannt werden? Gold ist ja eher weniger als Platinum. Diamant. Palladium. Es könnte Palladium sein. Es ist modern, aber das versteht dann keiner. Na, irgendwie werden sie nächstes Jahr das große Pack schon nennen. Da wird ihm bestimmt was einfallen. So. Und Totholz lohnt sich gar nicht zu verkaufen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Weil da ja wahrscheinlich die Borkenkäfer drin sitzen. Also dann ist Totholz tatsächlich nicht wie Holz, sondern ist tatsächlich was extra. Wenn man da einen anderen Preis für kriegt. Ah, im Auftrag ist es das Sägewerk Süd, nicht am alten Sägewerk. Und ändert sich das nicht? Mal gucken. Totholz. Hier ist es, du kannst das Holz danach verkaufen. Also man darf es verkaufen, aber der Auftrag selber, der beinhaltet das Verkaufen nicht. So. Bei den Mammutbäumen ist das auch so, dass, also da habe ich ein Video gesehen heute in Englisches, wo einer halt so einen Mammutbaum gefällt hat und es waren 50.000 Liter hat er da transportiert. Und dann wurden davon irgendwie nur 4.000 oder 5.000 Liter angerechnet. Und dann könnte das vielleicht bei dem Totholz so ein bisschen ähnlich sein, dass da einfach weniger angerechnet wird, als transportiert wird. Und ja, würde für mich schon auch Sinn machen. Ah,
Ah, Ela, das ist gut zu wissen, dass sich die Transportaufträge lohnen, um Geld zu verdienen. In meinem Let's Play starte ich ja auch mit wenig Geld, also einfach als neuer Farmer. Da steht man dann auch erstmal ziemlich arm in der Gegend. Und da wäre so ein Transportauftrag dann vielleicht gar nicht schlecht. So. Gut. Dann fahren wir mal zu unserer Bodenfliesenfabrik. Hamti, also man konnte schon immer Holz zu Hackschnitzeln verarbeiten, aber im LS22 kriegt man dafür meines Wissens nur extrem wenig Geld. Früher hat sich das mal gelohnt. Ich weiß nicht mehr, ob im LS17 oder im LS19. Nee, ich glaube, im 19er hat man auch wenig Geld für Hackschnitzel gekriegt. Aber im LS22, ja, kannst du das Holz genauso gut verrotten lassen. So, meiner Meinung nach. Ah, wenn man geschickt mit dem Kran ist, gehen die Aufträge gut. Ich habe starke Muskeln. Mit dem Kran bin ich zu grobmotorisch. Sprich, das geht gar nicht. Da ist ungeschickt noch ein zu schwaches Wort für. Darum setze ich voll auf Muskelkraft. So. Na, wenn man hier auf die Fußgänger wartet, obwohl der andere, der hintere, ist ja sehr schnell. Der ist bald aus dem Weg. So, sehr gut. So, wunderbar. Aber ich denke mal, mit Muskelkraft und dann auf den Böckmann laden, da geht schon was. So, es gibt auch ein Kraftwerk oder so zu kaufen. Ja, ich glaube, mal gucken. Das gibt es, glaube ich, auch im Basisspiel. Also als Verkaufsstation gibt es das Blockheizkraftwerk. Ja, und da kann man auch Holzschnitzel verkaufen. Das ist allerdings keine Produktion. Und probieren kannst du es. Also da wo ich bisher im LS22 Holzschnitzel verkauft habe, dachte ich, meine Güte, da hätte ich es auch wirklich in Fluss schmeißen können. Und gibt es es auch als Produktion? Es gibt, glaube ich, Hackschnitzelgeräte. Nee, und es gibt, glaube ich, auch irgendwas, was da Strom draus macht. So. Könnte sein, dass es das bei den Geräten gibt. So. Jetzt wird es hier schon Abend. Aber wir haben ja auch einiges geschafft. Jetzt gucke ich mal. Ich glaube aber, die Produktion waren an. Ja, läuft. Das ist gut. Dann müssen wir sowieso schlafen, bis die fertig sind. Und unser Eisen wird bestimmt auch gut über Nacht geschmolzen.
Ela, ja, ich denke auch Hackschnitzel waren bisher immer das, obwohl im LS17 waren Hackschnitzel, glaube ich, so richtig der heiße Tipp. Und da erinnere ich mich auch, da hatte ich so eine platzierbare Hackschnitzelmaschine, die man fest platziert hat, in die Baumstämme reingefüttert und dann hat man direkt Geld gekriegt. Und da hat man richtig viel Geld für gekriegt. Aber seit dem LS19 kannst du das vergessen mit den Hackschnitzeln. Ja, da welche, so ging mir das auch. Ich habe auch meine LKW-Ladung verkauft und dann nur 5.000 Euro gekriegt und hatte mir dafür extra den mobilen Hackschnitzler geliehen. Und dachte ich auch, nö, muss nicht sein. Ja, bei der Feuerwehr kann man die verkaufen. Jo. Und kriegt man da viel Geld? Ich denke mal, man könnte ja mal gucken, wie viel man kriegt. Vielleicht kriegt man hier ja mehr für Hackschnitzel. Düpp, düpp, düpp. Da sind die Bretter. Hackschnitzel, da. Oh, das ist wirklich wenig. Also hier 2000 paar zerquetschte und bei manchen Sachen sogar noch deutlich weniger. Und das ungeschnitzelte Holz bringt über 3000. Ja, also da macht man schon Verlust, denke ich. So. So, jetzt mache ich mal Schluss mit dieser Folge. In der nächsten Folge geht es weiter mit diesem Livestream. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal.